Weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. Wir sind im Kral, nicht im Kral. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wir sind im Hügel der Klingenhauer. Schön, die Quest habe ich jetzt nicht bekommen. Das finde ich ja wahnsinnig toll. Warum habe ich die Eskorte-Quest nicht bekommen? Fuck. Oder gibt's die erst am Ende? Müssen wir mal schauen. Selbst wenn ich sie nicht bekomme, pfeife ich drauf. Kriege ich halt ein bisschen EP nicht. War schon immer mal ein bisschen buggy hier. War schon immer buggy. Ich weiß es echt nicht, was es jetzt ist. Ich glaube, das ist eine Eskorte-Quest, die kann man annehmen und, ne, hier, ach genau, diese Quest ist das hier. Kann ich wohl, nicht machen. Schade, haben die angenommen ohne mich. Fuck. Etwa 5 Minuten wird es dauern. Ist hier die Frage, ob das Echtzeitminuten sind. Oder, keine Ahnung, so. Verschobene Minuten, die in Wirklichkeit eine Minute in Echtzeit dann sind. Aber so wie ich Blizzard kenne, ist es das im Zweifel nicht. Schon wieder die falsche Fähigkeit genutzt. Weiß gar nicht, was hier los ist. Ich will verdammt nochmal meinen Feuerschlag nutzen und nutze die verdammte Frostnova. Irgendwie habe ich's im Gefühl, dass ich die 4 drücken muss, wenn ich Feuerschlag wirken möchte. Was Schmarrn ist, weil die 4 ist halt die Frostnova. Noch 3 Minuten. Volle Echtzeit. Na bravo. Erstmal schön unterbrochen. Nur noch 12 Level, dann sind wir auf demselben Niveau wie Hanare damals. Vom Level her. Mit Hanare war ich 59, als ich aufgehört habe. Den Champion habe ich übrigens, den Champion. League verdorben. Den Charakter habe ich übrigens auch noch. ASL verließ hier. Ich weiß leider nicht, was sie von mir will. Vielleicht bin ich aber auch gerade irgendwie... ein bisschen doof. Kein Plan. Ach ja, Kirschner muss ich jetzt ja auch nochmal skillen. Wofür steht ASL? Weiß das jemand von euch? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, vielleicht sehe ich halt gerade auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Na, wie lange braucht er noch? Noch eine Minute. Jetzt verrecken die Viecher aber schnell hier. Das ist echt eine volle Minute. Eine volle 5 Minuten ist nur für diese Gümmelquest, ne? Und die wir nicht mal haben. Das macht mich erst recht wütend. Ja klar, spawnen die bei mir direkt. Sonst nix, ne? Sonst nix.
Ach, da ist ein, da kommt ja sogar ein Boss hier. Vielleicht ist das gar keine Quest, sondern nur noch ein Boss. Ich weiß es nicht. Was er da labert, dass er Hilfe bräuchte. Ja, der ist nett, aber crap. Also entweder war das hier eine Quest oder nur der Boss. Ich weiß es nicht. I don't know. Jetzt wollen die erst die Quest, die eine Popel-Quest abgeben, oder nee, hier geht's zu dem Boss. Ich hab nichts gesagt. Immer erstmal mosern, ne? Große eisenbeschlagene Truhe können wir leider nicht öffnen. Jo, und ich hab anscheinend ein Lag gehabt, und immer noch. Vielleicht lag es auch an WoW, weiß ich nicht. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder weg. Ach, dieser Boss hier, der war lustig. Beziehungsweise der ist lustig. Dieser Riesenhaufen Knochen, den gibt es auch schon seit Anbeginn der Zeit, diesen Boss hier. Sind das hier für Abkürzungen, die Leute benutzen? Please. Ach nee. Das ist ja ein tolles Ding. Würde ich glatt mitnehmen, wenn ich sie bekomme. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Das ist gut. Das Ding wollen bestimmt mehrere. Natürlich. Und wenn es noch ein anderer will, kriege ich es nicht. Das haben wir ja schon zu häufig haben wir das schon besprochen. Im letzten Part habe ich mich darüber aufgeregt, dass ich ja meine Waffe hier nicht bekomme. Aber deswegen Addon ASL. Don't know. Aber ich muss mich jetzt langsam mal wirklich daran gewöhnen, dass ich in diesem Spiel wirklich nichts bekomme. Also, wenn ich hier was bekomme, dann muss ich es mir für Gold kaufen. Was soll denn das? Stirb doch einfach. Doofes Schwein. Naja, es macht mir auch nicht so viel aus. Also, darüber habe ich heute auch noch mit einem Kumpel gesprochen. Der Unterschied von PvE zu PvP ist, dass du Items, die du dir im PvP verdienst, die bekommst du einfach. Das ist kein Glück. Das hat nichts mit Schicksal, das hat nichts mit Glück zu tun. Wenn du gut im PvP bist, wenn du im PvP harte Arbeit machst, wenn du regelmäßig Arena gehst, regelmäßig PvP machst, du bekommst deine Items. Punkt. Basta. Strich. Da gibt's nicht irgendwie ein Loot-System, wo du erstmal Glück haben musst, damit dass du überhaupt was bekommst. Und das ist im Moment doch das, was mich auch am meisten wurmt. An diesem Loot-System, an diesem neuen Loot-System. Das fand ich im alten LFR fast besser. Oh, das Schwert ist was wert. Zum Morgen. Oh. Da würde ich ja fast drauf Bedarf machen, aber... Ach, ich hab's auch so bekommen. Schön. Das ist was wert, Leute. Das können wir moggen. Das sind Zweihand-Katana. Wie gesagt, PvP, harte Arbeit wird belohnt. Du kannst dir deine Items kaufen. PvE, Glück. Da kannst du so viel raiden. Da kannst du so viel raiden, wie du willst. Du kannst so oft da reingehen. Du kannst als Erster in deiner Gilde sagen, jo, ich bin bereit. Ich bin als Erstes equipped. Ich bin voll dabei, ich habe mega Bock, lasst uns loslegen. Kannst du als einer der Ersten sagen. Aber dein Item, dein Gear, deine Items bekommst du im Zweifelsfall, beziehungsweise bei mir sogar sehr sicher, nur als letztes voll. Das war bei mir aber auch schon immer so gewesen. Also, dass ich mal ein Set, also ein T-Set, das ist ja mittlerweile T16 oder so,
Und ich bin seit T1 dabei. Dass ich mal das Set als erstes in der Gilde voll hatte, das gab's noch nie. Wird's auch nie geben. Egal wie oft ich mitraden gehe, egal wie ich mich da reinknie. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist hier kein Geschwafel, das ist einfach ein Fakt. Und ich spiele jetzt mittlerweile schon so lange WoW, dass ich das auch einigermaßen einschätzen kann, was ich bekomme und was ich nicht bekomme. Und eins kann ich euch sagen, mir wird gar nichts hinterhergeschmissen. Und jetzt ein Kollege von mir hat jetzt auch wieder angefangen mit WoW. Equipmentstand Anfang MOP, grün-blau, ein paar Epics, ein paar PvP-Epics, ansonsten Crap. Letzte ID angefangen, Furorkrieger mit LFR. Was bekommt er? Was bekommt er als erstes Item? Die Zweihandwaffe, nach der ich schon seit Ewigkeiten suche. Nicht nur im LFR, sondern auch im Flex und im Normal. Bekomme ich nicht. Aber da er ja ein Fury ist, bekommt er die Waffe natürlich auch einen Tag später ein zweites Mal. Also nicht die gleiche Waffe, sondern halt auch einen anderen Zweihänder, aber nevermind. Waffe ist Waffe, ich hätte beide davon genommen. Aber so viel zu dem Thema Glücksvergabe und mittlerweile ist er besser equipped als ich. Naja, nicht besser, aber für den Aufwand, den er betrieben hat, ist er auf jeden Fall besser equipped. Ja, und guck mal, so einen blauen, so einen grünen Kack, ne, den bekomme ich dann ins Gesicht geworfen. Was soll denn das? Soll das irgendwie eine Geste sein oder so? Die könnt ihr euch sonst wohin stecken. Also es ist weg und da macht wieder irgendein Charme hier seine Blitzkacke da und taucht die Mobs auseinander. Schön aus meinem AOE-Spell raus. Sehr clever. Aber das Beste war ja auch, ich bin heute Flex gegangen, wo man auch wieder eine Zweihandwaffe bekommen konnte. Hatte jetzt ganz lange nichts bekommen. Ich glaube, mindestens 20 Bosse, nicht ein einziges einen. Das könnt ihr mir glauben oder ihr könnt es mir nicht glauben. Aber es waren mindestens 20 Bosse, wo ich nicht einen einzigen Loot bekommen habe. In den letzten 2 Wochen nicht einen einzigen Loot. Irgendwann musste es ja mal wieder kommen. Und das, obwohl ich 6 Bonus-Rolls geworfen habe. Ich habe nicht ein einziges Item, das kann ich hoch und heilig schwören, bekommen. Dann komme ich zu dem Boss, vor dem Boss, der mein Schwert droppt. Und habe da noch einen Lootbowser geguckt und habe gesehen, ach nee. Oh, ich hoffe, der droppt jetzt nicht meinen Gürtel, den Gürtel dort, weil ich habe mir ja einen besseren Gürtel im AH gekauft. Es gibt 2 Teile, die ich mir aus meinem Equipment im AH für teuer Gold gekauft habe, damit ich einfach ein bisschen mehr aushalte. Vielleicht auch mal Normals tanken kann. Das ist von Item Level das, was auch im Normals droppt. Ein Gürtel und eine Hose. Frostgeschmiedete, bla bla bla. Was droppt dieser popelige Boss vor dem Boss, den ich wirklich brauche? Einen Gürtel. Einen Gürtel, den ich in einer besseren Version schon habe. Voll aufgewertet. Es war nicht, ich dachte, ich gucke falsch. Also einen krasseren Stinkefinger konnte man mir wirklich nicht ins Gesicht halten. Das war so eine Verarsche. Das war so eine dreckige Verarsche. Da habe ich mich so drüber aufgeregt. Also, ich konnte es nicht glauben. Ich habe den Gürtel auch nicht verkauft. Den hätte ich auch im Händler verkaufen können. Ich habe ihn aus Frust, als ich ihn bekommen habe, direkt weggeworfen. Zack, zack. Wo haben wir hier ein blaues Teil? Zack, zack, ja. Und dann hier löschen eingegeben. Zack, weg. Ich sah es nicht ein, den auch nur noch ein einziges Mal, nur 5 Sekunden in meinem Inventar zu lassen. Das könnte mich verrückt halten oder sonst was. Das habe ich persönlich genommen in dem Moment. Das habe ich wirklich persönlich genommen. Da habe ich mich dann auch ein bisschen reingesteigert. War ich auch ein bisschen aggro danach. Gebe ich ganz offen zu. Warum habe ich hier verdammt nochmal Aggro, ey? Unser Ele ist AFK, sonst wird er sehr viel mehr Damage machen, oder? Na, jetzt ist er wieder da.
Elementarschamanen sind ja im Moment auf dem Vormarsch. Holla die Waldfee, das gibt's echt nicht. Na gut, Leute. Ich mache hier Pause. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Ciao.